Meister Basel gelang in der 90. Minute durch Tembo noch der Ehrentreffer. Basel verliert gegen Luzern hoch 1:4. Streller. Tembo. Goalie Ferro und nochmals Streller. Dies war für lange Zeit die beste Angriffsaktion. Wenig Aufregung im St. Jakob Park. Bis Binja Goliferro in die Quere kam. Und wer hatte den Torriecher? Marco Streller, 1:0. Ein Geschenk von Xamax, das Streller immerhin noch auspacken, respektive packen musste. Beste Werbung in eigener Sache. Granit Xhaka lancierte Tembo. Und er legte pfannenfertig auf für Almeraris. Das 2:0 in der 41. Spielminute. Perfekt gespielt und es war auch alles in Ordnung. Die Offside-Frage können wir zweimal mit Nein beantworten. Almeraris letztlich auf Ballhöhe, kein Abseits also. 2:0 führte der FCB nach 45 Minuten. Rot-Blau war auf Kurs und deshalb zeichnete sich für die Emegara, er lief den riskanten Rückpass von Tembo. Ferrati noch bei ihm. Emegara holte aus dieser guten Möglichkeit nichts heraus. Das ist sein großes Problem. Die Effizienz fehlt. Tembo spielte übrigens für Shaqiri. Der Pause dann doch entschlossener. Marco Streller. Dann Tembo. Die Flanke auf Frei. Tor für Basel. Denkste, Alex Frei stocksauer. Passierte hierfür die gelbe Karte. Und nun die große Frage, Offside oder nicht? Tendenziell eher Offside, aber vielleicht war es auch gleiche Höhe. Auf jeden Fall lag er nun. Und dann schwächte sich der FCB selber. Für diesen Rempler kassierte Tembo zum zweiten Mal gelb und musste vorzeitig vom Platz. Basel führte also eigentlich irregulär, aber Basel bemühte sich um die nachträgliche Legitimation des Treffers, griff weiter an, Sua verlud Dragovic und Griti und schoss so in der 21. Minute das 2:0. Diesmal war alles korrekt, mit Ausnahme der neuerlich etwas unglücklichen Figur, die Torhüter Griti abgab. Die 77. Minute, Tembo gegen Wölfli. Ja, Gast ging erstmals in Führung, Wölfli ahnte zwar die Ecke, wurde aber doch bezwungen. Die Berner Volksseele kochte. Huckel auf Tembo, der legte sich mit der ganzen GC-Abwehr an, kam ins Stolpern, aber da war ja noch Alex Frei. 88. Minute, 2:2. Alex Frei rettete den Meister doch noch einen Punkt. Dank der Kaltblütigkeit seines Topscorers an der FCB mit einem blauen Auge. Fink brachte frische Kräfte, zum Beispiel Tembo. Und mit ihm kam noch einmal Schwung ins Basler Spiel. Streller schaut. Streller vergibt. Und so liefen bereits die letzten Sekunden. Wieder Tembo. In der Mitte Cabral. Auch eben erst reingekommen. Cabral, das gibt's nicht. Das 3:3 in der 92. Minute. Andris Vanins floppt für einmal und so ergattert sich der FCB doch noch einen Punkt. 3:3, beste Unterhaltung und so wie das Spiel. Sich ein munteres Spiel mit Torszenen auf beiden Seiten. Tembo präsentierte seine Schussstärke, Gattaldo ließ sich nicht typieren. Shaqiri andererseits. Der von Bayern Paquito. Tembo musste nur noch einschieben. Das 2:0 in der 77. Minute, die Entscheidung für den FCB. Shaqiris Einwechslung hatte seine Wirkung nicht verfehlt.